Hallo ihr Lieben, diesen September sind Wahlen und darum möchte ich euch nochmal zeigen, was so meine Hauptprobleme mit der deutschen Demokratie sind. Mein erster Kritikpunkt wäre so die 5%-Hürde, dann hätten wir als zweiten Kritikpunkt den Wahlfaktor Volk. Mein dritter Kritikpunkt wäre die Parteien- und Themenauswahl. Und mein vierter Kritikpunkt wäre die Innovation und die Qualifikation bei den Politikern. Der erste Punkt wäre die 5%-Hürde. Und um zu verstehen, was damit mein Problem ist, gucken wir uns mal ein paar Zahlen an. Wir haben in Deutschland etwa 81 Millionen Mitbürger. Wenn wir dann ein bisschen rechnen und auf die 5% kommen, die man braucht, um bei der Partei irgendwas zu reißen bei Bundestagswahl, kommen wir auf etwa 4 Millionen. Das heißt, man braucht 4 Millionen Wähler als Partei, um irgendwas reißen zu können. Jetzt schauen wir uns mal die Bundesländer an und ihre Bevölkerung. Und wir sehen hier, wenn wir mal diejenigen rausstreichen, die unter den 4 Millionen liegen, dass wir noch genau 5 Bundesländer haben, die über dieser Grenze liegen, davon Sachsen nur knapp. Das heißt, dass wir nur 5 Bundesländer haben, die eine Regionalpartei eventuell irgendwie raushauen könnten, was Bayern übrigens geschafft hat. Und alle anderen regionalen Parteien kommen nicht zu Wort. Was ist da mein Problem damit? Nun, wenn wir eine 5%-Hürde haben, dann unterdrücken wir zwar auch unpopuläre Meinungen, wie zum Beispiel Rechtsradikale, Kommunisten, Salafisten und frag mich nicht was, aber ein Haufen regionaler oder kleinerer Parteien mit guten Ideen werden einfach stumpf außen vor gelassen und das Establishment der 5 Parteien, das wir haben, regiert stumpf weiter, ohne dass sich irgendwas großartig ändern kann. Ach ja, für diejenigen, die sich von euch fragen, wo die Nichtwahlberechtigten sind, wenn ich bei den 4 Millionen etwa ein Viertel wegstreichen würde, als Nichtwahlberechtigt, müsste ich das bei den Bundesländern auch machen. Das heißt, das nimmt sich nicht viel. Ich wollte es nur eben gesagt haben, bevor sich jemand beschwert. Also können wir dann zum nächsten Punkt gleich weiter. Mein Problem mit dem Wahlfaktor Bürger lässt sich eigentlich relativ leicht zusammenfassen. Der Bürger ist zu blöd zum Wählen. Und das ist nicht mal die Schuld des Bürgers, es ist größtenteils die Schuld der Politiker und Medien. Hauptsächlich deswegen, weil wichtige Themen wie zum Beispiel der Euro relativ weit runtergespielt werden und die Informationen, die man bekommt, sind nicht unbedingt allzu breit gestreut oder allzu tief. Während relativ unwichtige politische Ereignisse, wie zum Beispiel der Bau irgendeiner Moschee, in den Medien von den Politikern hochgehypt werden ohne Ende. Das heißt, wir haben das Problem, dass die Medien das abdecken, was irgendwie cool klingt, und die wichtigen Sachen fallen unter den Tisch. Darum haben wir einen Haufen von Bürgern, die nicht entscheiden können, weil ihnen die Informationen fehlen, die man bräuchte, um vernünftig entscheiden zu können. Mein nächster Punkt wäre die mangelhafte Parteien- und Themenauswahl. Was meine ich damit? Nun, wir haben zum einen das Problem, dass wir keine Meinungen wählen, sondern Meinungspakete. Wenn ihr nicht wisst, was ich damit meine, wir haben hier im Bild die SPD. Und wir sagen mal, die SPD vertritt Mindestlohn, Bildung und Anti-Atomkraft. Wenn ich jetzt also irgendeinen von diesen Punkten haben möchte, zum Beispiel Mindestlohn, und die SPD dafür ankreuze, habe ich zwei Probleme. Erstens, ich weiß nicht, ob dieser Punkt wirklich umgesetzt wird, für den ich die Partei gewählt habe. Und zum Zweiten muss ich in Kauf nehmen, dass die Punkte, für die ich nicht gewählt habe, trotzdem umgesetzt werden. Das heißt, der Bürger hat im Grunde keine Macht über seine eigene Stimme. Er stimmt in eine Partei, hat vielleicht irgendwelche Intentionen für diese Partei, kann diese aber nicht umsetzen, weil die Partei sagt, wir haben die Stimme, jetzt regieren wir, du Penner. Dann haben wir noch das Problem, dass einige Themen überhaupt nicht angeschnitten werden, außer von irgendwelchen kleineren Parteien oder von Parteien, die keiner ernst nimmt. Und somit haben wir nicht die Möglichkeit für den Bürger, wirklich seiner Meinung oder seinen politischen Interessen Ausdruck zu verleihen.
was die sogenannte Politikverdrossenheit in Deutschland sehr gut erklärt. Mein nächster Punkt wäre die mangelhafte Qualifikation der Politiker und ihre Abneigung gegen Innovation. Die mangelhafte Qualifikation kann man eigentlich schon an den Interviews erkennen, die einige Politiker gegeben haben, kurz bevor sie Spenden in Millionenhöhe an andere Länder geben. Um welches Land geht's? Weiß ich nicht. Um welche Summe? Geld. Wieso habe ich das Gefühl, dass mein toter Großvater besser als Politiker geeignet wäre als die meisten Typen, die da abstimmen? Die Abneigung gegen Innovation erkennt man sehr gut daran, wie die Piratenpartei behandelt wurde. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Piratenpartei die beste Partei aller Zeiten ist. Ich sage nur, sie hatten, vor allem was den IT-Bereich und das Urheberrecht angeht, sehr interessante Ideen. Das Problem ist, die Politiker haben sich die Ideen nicht angehört. Sie haben irgendwas gehört von wegen Veränderung des Urheberrechts und Freiheit. Da haben die dann gleich gesagt, ne, machen wir nicht. Wir argumentieren dagegen. Und sie haben nicht die eigentlichen Punkte genommen der Piratenpartei, sondern sich irgendwas ausgedacht. Allgemein nennt man das Strohmann. Ihr wisst schon, man denkt sich irgendwas aus, wo man dagegen argumentiert, weil das eigentliche Argument des Gegenübers nicht anzugreifen ist. Das wurde mit der Piratenpartei abgezogen. Wer mir nicht glaubt, ich kann unten ein Video von, ich glaube, Sempazensio war es, verlinken, in dem eine SPD-Kampagne gegen die Piraten ein bisschen beleuchtet wird, bei denen Handzettel mit Argumenten gegen das Piratenparteiprogramm ausgegeben wurden, in denen größtenteils Strohmänner und Schwachsinn standen. Das wären jetzt so meine Hauptkritikpunkte an der deutschen Demokratie. Wenn ich öfter mal was zum Bereich Politik machen soll, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Und wenn ihr euch allgemein für Politik interessiert und etwas andere Ansichten habt, kann ich euch den Kanal von Nikolai empfehlen. Er ist Reconquista Germany, ich habe ihn hier verlinkt. Und er hat deutlich mehr Abonnenten als ich, also kennt ihr ihn wahrscheinlich schon. Also dann, bis die Tage, ciao.